Ab dem Zeitpunkt, wo dir jemand Unrecht antut, bist du, o Diener Allahs, mächtig. Abu al-Bara, haben wir dich richtig verstanden? Mächtig? Was meinst du mit mächtig? Ich sage es dir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. So fürchte das Bittgebet desjenigen, der zu Unrecht behandelt wurde. Von dir. Du hast ihm sein Geld geklaut, du hast ihn beschimpft, du hast über ihn gelästert, du hast über ihn dieses oder jenes gesagt. Gelogen. So fürchtet das Bittgebet desjenigen, dem Unrecht angetan wurde. Denn zwischen ihm und Allah gibt es keinen Schleier. Das Bittgebet schießt direkt hoch zu Allah. Und soll ich dir was Gefährliches sagen? Wenn diese Person so emotional, so zornig ist, weil du ihm Unrecht angetan hast und er sagt, ja Allah, mache Musa behindert, das Bittgebet schießt hoch. Zu Allah. Abu al-Bara, bist du wahnsinnig? Willst du uns sagen, das ist eine schwere Drohung? Mehr als das. Wenn du Angst hast vor Menschen, wie soll deine Angst vor Allah Azza wa Jal sein? Und hör, einer der Paradiesbewohner. Ibn Zayd. Er hatte eine Nachbarin. Sie war eine Hexe im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Garten war neben ihr Garten. Und es war auf seiner Seite ein Brunnen. Sie hat aber behauptet, es wäre ihr Brunnen. Und dann ist sie unter den Leuten gegangen und hat gesagt, dieser ist ein Dieb, er hat mir meinen Brunnen geklaut. Sie hat seinen Ruf geschadet. Und ist zum Richter gegangen, um ihn anzuzeigen. Ibn Zayd. Ein Paradiesbewohner. Aber was war passiert bei ihm? Er wollte sich an ihr rächen. Rächen in dem Sinne, weil sie ihm Unrecht angetan hat. Und er ist ein Sahabi und einer der Mubashirin, der 10 Paradiesbewohner. Er sagt, ja Allah, lasse sie erblinden, mach sie blind und in ihr Brunnen hereinfallen. Den Brunnen, wo sie unter den Leuten gegangen ist und behauptet hat, er hätte ihn von ihr genommen. Unrechtmäßig. Subhan al-Malik. Ein Monat später. Wann? Ein Monat später. Das Bittgebet schießt hoch zu Allah, aber es muss nicht sofort beantwortet werden. Ein Monat später, wenn die Aussage stimmt, aber für uns ist wichtig, es wurde erfüllt. So lief sie, liebe Geschwister, durch ihren Garten ganz übermütig und auf einmal machte Allah sie blind und sie wusste nicht mehr, wo sie hinläuft und fiel in ihrem Brunnen und starb. Sie starb! Fürchtet das Gebet von wem? Von demjenigen, dem ihr Unrecht angetan habt. Eine Frage, bist du zu diesem Zeitpunkt mächtig? Ja, Wallah. Du bist mächtig. Nicht, weil du ein besonders guter Diener bist. Denn selbst der Kafir, dem zu diesem Zeitpunkt Unrecht angetan wird, wenn er Allah bitten würde, so würde auch das erfüllt werden. Weil das nichts mit seinem Kufr zu tun hat, sondern mit deinem Unrecht, was du ihm gegenüber angetan hast. Hast du das verstanden, o Diener Allah? Du bist mächtig zu diesem Zeitpunkt. Daher, wenn die Sahaba miteinander Streit hatten, über Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anh, war bekannt, dass sein Bittgebet sofort zu Allah hochgeschossen ist. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gesagt. Dass das Bittgebet von Sa'd sofort beantwortet wird. Abdullah ibn Mas'ud hatte manchmal einen Streit mit Sa'd ibn Abi Waqqas. So schaute Sa'd ibn Abi Waqqas Abdullah ibn Mas'ud an und hob langsam die Hände. Abdullah ibn Mas'ud sagte, bleib! Lass deine Hände unten. Er wusste, du bist mächtig. Mächtig! Bedeutet, wehe dir und mir, dass wir jemandem Unrecht antun und dieser in dem Zeitpunkt, wo ihm Unrecht angetan wurde, so emotional ist, dass er sagt, möge Allah dich töten.